Kommst du her? Um zu sammeln für Dingens hier, wie heißt es? Für mein Tempel da. Um meinen Tempel weiterzubauen, weil da fehlen noch einiges an Hellstone. Und obwohl ich jetzt ja hier World-Edit-Rechte habe und dann locker machen könnte, wie gesagt, es ist nicht erlaubt. Ich habe die World-Edit-Echte nämlich nur, um in der Stadt mitzuhelfen. Ja, wenn wir da auf dem Server im Minecraft Together beim Sepp nämlich immer bauen, da die Stadt fertig bauen, dafür habe ich die World-Edit-Rechte und alles. Und sobald wir das fertig haben, kriegen wir alle auch die Rechte wieder weggenommen, außer der Sepp natürlich, weil er Admin ist. Und ja, ne? Außer ihm hat dann keiner mehr Rechte, also ich auch nicht mehr, Mitchell auch nicht mehr. Wampa hat, glaube ich, auch gar keine gehabt und Banda auch nicht. Und oder Banda ja doch, eventuell, weil er den Server irgendwie mitverwaltet. Und ja, deswegen. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht missbrauchen, indem ich jetzt hier einfach hingehe und alles mit World End mache. Und warum leckt das jetzt? Verstehe ich nicht. So. Jo, Kommentare zum Beispiel, ja. Ich lese viele Kommentare am Tag und da sind wir auch wieder bei einem guten Punkt, der Gesellschaft, ja, der Leute, die in dieser Gesellschaft leben, der Gesellschaft allgemein. Ich lese ja wirklich viele Kommentare mittlerweile am Tag. Und ich frage mich immer wieder, oder es sind verschiedene Phänomene zu beobachten, die ich beobachtet habe. Auch ich bin ja mittlerweile in einer Größe, wo man Leute hat, die einen dann, ja, das würde mal gesagt, so unter Hater. Aber im Prinzip sind Hater nur Leute, die irgendwo ein Problem mit sich selber haben, meiner Meinung nach. Irgendwo einen Minderwertigkeitskomplex haben oder sonst irgendwas. Dann muss man aber auch differenzieren, und zwar sind Hater nicht gleich Hater, ja? Und viele Leute sind auch gar keine Hater. Ja. So, dann ist die Frage nämlich, wann fängt ein Hater an? Für mich ist ein Hater jemand, der über einen längeren Zeitraum entweder blöde oder dumme Kommentare schreibt oder halt einen fertig macht, einem sagt, wie schlecht man ist, wie wenig man drauf hat, wie behindert man noch ist. Das ist für mich ein Hater, wenn er das auf einen längeren Zeitraum macht. Wenn er das erste Mal macht, dann besteht die Möglichkeit eines Haters, weil ich ja nicht weiß, ob er vielleicht bei anderen Kanälen schon mal das über längere Zeit macht. Das heißt, viele gehen dann schon davon aus, es ist ein Hater. Ich gehe meistens auch davon aus, dass es ein Hater ist oder bezeichne diese Person dann als Hater, weil wenn man dann auf den Kanal geht und teilweise sieht, was er für Videos hat, dann kann man entweder das Ganze unter Hater abstempeln, aber man kann auch hingehen und kann sagen, das ist einfach nur absolute Dummheit. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, er hat mir gesagt, ich wäre der größte Noob, den es gibt und ich wäre der dümmste Mensch auf Erden und ich hätte ja gar keine Ahnung von AdventureCraft. Ich gehe bei ihm auf den Kanal und dann sehe ich natürlich das, was ich sehen musste. Ich sehe ein Video, wo er, das war auch von ihm hochgeladen und das war wohl auch er, wo er mit einem Freund da steht und sie zünden eine Deo-Flasche an. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, Junge, ich bin der Dümmste, aber du machst das Dümmste, was es eh auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Wie kann man nur auf die Idee kommen, eine Deo-Flasche anzuzünden? Ja, da muss man wirklich schon total daneben sein oder wirklich noch total jung. Und so wie der aussah, war der aber nicht total jung. Und das habe ich dann einfach mal als Dummheits-Hater gekennzeichnet bei mir in der Akte im Kopf, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. So, also Hater ist für mich auf längeren Zeitraum. Natürlich auch Leute, die permanent Daumen runter geben zum Beispiel, aber ich habe keine Einsicht darüber, wer Daumen runter gibt. Deswegen kann ich über Daumen runter Hater nichts aussagen. Da kann ich nicht sagen, ob das ein Hater ist oder ob das einfach nur jemand ist, dem der Part nicht gefällt. Ja, das kann ich nicht sagen. Deswegen berufe ich mich darauf eigentlich auch nie, weil, ja, wie gesagt, wie will man das feststellen? Das geht gar nicht. So, was mir aber aufgefallen ist, gerade hier beim Gravel Pit, ist Folgendes. Ich war ja im Urlaub. Und im Urlaub habe ich die Parts freigeschaltet. Sprich, die Parts waren nicht in den Abo-Modulen enthalten. Was mir aufgefallen ist, dass ich während der Zeit, wo ich im Urlaub war, bei den Adventurecraft-Parts, die ich freigeschaltet habe, so gut wie null Daumen runter hatte eigentlich, durchgehend. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Kommentare eigentlich alle vernünftig waren. Da war keiner dabei, eigentlich, wo ich mich jetzt erinnern kann, wo ich mich aufgeregt hätte. Dann ist mir aber aufgefallen, oh warte, Musik ist zu Ende. Mal neu starten die Playlist, ich habe noch keine andere, ich weiß. Dann ist mir aber aufgefallen, als ich aus dem Urlaub, oh, warum habe ich denn die Hacke jetzt? Als ich aus dem Urlaub zurück war und dann die ersten Videos wieder hochgeladen habe, war noch alles in Ordnung. Und dann ging es aber los. Dann kamen direkt Daumen runter, ja, bei eigentlich exakt denselben Videos, also vom selben Typ. Da habe ich nichts anderes gemacht als vorher. Das habe ich sogar in derselben Session teilweise aufgenommen. Und die Kommentare kamen,
es kamen Kommentare, wo ich mich schon wieder übelst aufgeregt habe. So, und das war für mich ein Zeichen, oder ich habe dazu eine, warum leckt es? Ich habe dazu eine Theorie entwickelt, die folgende ist. Als ich im Urlaub war, haben nur die Leute durchs Bulletin mitgekriegt und die Leute, die vorher zugehört haben bei dem Video, wo ich gesagt habe, dass ich im Urlaub bin, dass Videos freigeschaltet werden und Videos da sind. Heißt für mich, das waren auch die Leute, die dann die Videos geguckt haben, die mich wirklich gucken, die wirklich ein Interesse daran haben, zu sehen, wie ich das Ganze spiele und denen das auch wirklich Spaß macht, meine Parts zu sehen. Denn sie haben sich den Aufwand gemacht, jeden Tag auf dem Kanal zu gucken, ob was da ist, oder haben das Bulletin dann gelesen oder darauf gewartet. Hingegen sind die anderen Leute, die das jetzt in den Abo-Modulen sonst haben, haben das ja nicht gesehen, dass ich was hochgeladen habe. Die sehen das sonst in den Abo-Modulen, klicken drauf, gucken an, denken sich entweder scheiße, darum runter, scheiß Kommentar hinschreiben oder machen gar nichts, ja? Oder denken sich, mein Gott, ist das gut, Daumen hoch, guter Kommentar, oder kein Daumen hoch, guter Kommentar, oder kein Kommentar, Daumen hoch, oder Favorit, was auch immer, ist mir auch egal. Ja, das heißt für mich, dass es doch einige Leute zu geben scheint, die wirklich mehr oder weniger ohne Grund Videos auf diesem Kanal zum Beispiel Daumen runter geben oder einfach dumme Kommentare schreiben, mich in irgendeiner Weise meinen, sie müssten mich kleiner machen, ja, weil sie Spaß dran haben. Das hat das irgendwo für mich gezeigt, weil die Leute, die mich wirklich gucken wollen, die waren da und die haben geguckt und denen hat es anscheinend auch gefallen, weil sie meine Art wahrscheinlich auch kannten. Ich höre zum Beispiel auch viel im Moment bei Super Meat Boy, ich soll nicht so rumschreien. Oder ich habe gehört, das war wirklich, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Da hat jemand geschrieben, dass er das Gefühl hätte, dass ich das gespielt hätte, nur dass ich da was mit diesem Warp-Portal nicht gerafft hätte. Und ich frage mich, Leute, warum sollte ich sowas spielen? Ich meine, wer bin ich denn? Ich spiele doch nicht, ich bin kein Schauspieler, ich spiele euch doch da nicht etwas vor. Ja, das, was ich euch hier erzähle und wie ich mich hier gebe, so mache ich das normal im normalen Leben auch. Okay, nicht ganz so, im normalen Leben bin ich noch ein bisschen bekloppter, als ihr das schon mitkriegt, ja, und das ist kein Scherz, so ist das wirklich. Ja, da würdet ihr euch manchmal wahrscheinlich auch denken, ne. Da habe ich manchmal so Spacks, ne, das, naja, okay, lass mal das sein. Ja, ich gebe mich so, wie ich bin und es ist, ich habe schon immer mein ganzes Leben lang, da könnt ihr meine Familie im Notfall fragen, wenn er mir das nicht glaubt. War das so, dass ich an Stellen, die ich nicht geschafft habe, rumgeschrien habe, wenn die mich aufgeregt haben? Ja, früher war ich ganz schlimm, da habe ich mich richtig aufgeregt. Da habe ich die Controller gegen den Boden geschmissen. Ich habe mal geschafft, einen DS-Stift kaputt zu machen, weil ich die Kacke nicht geschafft habe, ja? Das war bei mir schon immer so. Immer. Immer. Das war noch nie in meinem Leben anders so, als dass ich mich so aufgeregt habe. Bei ruhigen Spielen am Anfang der Let's Plays war das was anderes, weil am Anfang der Let's Plays ist man noch wesentlich schüchterner. Da öffnet man sich noch nicht so. Da denkt man sich noch so, Moment mal. So, ich dachte, ich muss niesen, aber das war doch nicht so. Das muss man ja nicht in der Aufnahme hier antun. Am Anfang war man natürlich noch viel, viel schüchterner, ja? Hat sich noch gar nicht so geöffnet, hat man gedacht, oh mein Gott, soll ich da jetzt wirklich so viel erzählen? Was kann ich dann erzählen? Wie denn? Das ist ja mittlerweile nicht mehr, die Hemmschwelle habe ich nicht mehr, die ist weg. Ich mache das jetzt schon anderthalb Jahre oder fast ein Jahr und drei Viertel schon. Da sinkt die Hemmschwelle und da gibt man sich irgendwann dann auch so, wie man wirklich ist und wie man im wirklichen Leben auch ist. Und ja, so ist das halt. Und dann finde ich es einfach unglaublich traurig irgendwo. Oder ich kann es einfach nicht verstehen, wie dann Leute hingehen und behaupten, dass ich das spielen würde. Und ja, es gibt zwar so, das möchte ich auch nochmal anmerken, wenn jemandem das nicht gefällt, dass ich so rumschreie an gewissen Stellen, ja, da habe ich immer verschiedene Lösungsansätze parat, ne? Der erste ist, den man versuchen kann, einfach mal den Sound runterdrehen, leiser drehen, ne? Der zweite, den ich habe, ist, sich das Video gar nicht erst angucken. Ich habe durchgehend Leute, die schreiben in jedem Part oder in jedem zweiten, dritten, ich soll das nicht machen. Wo ich mich frage, wenn dir das nicht gefällt, wenn du...